Seit dem 1. März steht die Abteilung für Innere Medizin des LKH Hochsteiermark Leoben unter einer neuen Führung. Mit Primarius Dr. Heinrich Leskuschek konnte ein bewährter Mediziner für die verantwortungsvolle Position gewonnen werden. Nach 10 Jahren als Leiter der Abteilung für Innere Medizin am LKH Wagner kehrt Leskuschek an seine frühere Wirkungsstätte zurück. In einer Pressekonferenz informierte der neue Primar über seine beruflichen Ziel- und Schwerpunktsetzungen. Ja, wie bereits erwähnt habe bei meiner kurzen Rede, wird es in erster Linie darum gehen, die Spitzenmedizin, die hier etabliert ist, weiterzuführen, weiterzuentwickeln, anzupassen an die Bedürfnisse der Demografie, an die Bedürfnisse der Fortschritte in der Medizin, an die Ressourcen, an die zur Verfügung stehenden. Es wird im Patientenbereich ein sehr zum Patienten hin offenes Handeln sein, ein offener Zugang zu den Patienten. Der Patient soll, wenn er hier behandelt worden ist, zufrieden weggehen und beruhigt und mit Vertrauen wiederkommen.